Das Mikrofon wurde schon wieder sabotiert. Die haben meinen Mix zerstört. Es ist nicht die Binary, es ist das Config. Ist jetzt auf dem anderen Bildschirm, haben die auch schon wieder mein Mikrofon sabotiert. Das heißt, Mix öffnet. Oder eben öffnet nicht, sabotiert mein Mikrofon, damit ich es nicht dokumentieren kann. Events-Trigger, die Binary habe ich schon gewechselt. Das müsste somit irgendein Zero-Day in meinem Config-Verzeichnis sein, sprich meine Plattenkiste, wo ich mir so Mühe gegeben habe, die schön zu sortieren. Also Leuten, die virtuelle Plattenkiste in die Luft zu sprengen, gibt Punkte, finden wahrscheinlich triebgesteuerte Sadisten besonders witzig. Mitigation für das Problem. Programm schließen. Da muss man ins App. Data, dann auf Local, dann Mix. Ich mache immer eine Kopie, macht eine verdammte Kopie, dann habt ihr das noch. Oder benennt es in Old um. Und das hat auch nicht funktioniert. Da haben die irgendeinen File blockiert, beziehungsweise der Task bleibt noch im Task Manager hängen, man muss den dort noch abschießen. Task Manager. Also irgendwas Zero Day und das ist in den Config-Files, vermutlich geht es jetzt wieder. Aber ich habe meine ganze Plattenkiste. Nein, ist sogar noch schlimmer. Wahrscheinlich geht es wieder, habe ich gesagt. Nein, das ist dann auf dem Betriebssystem und noch ein größeres Problem. Ja, Computer neu starten ist wahrscheinlich nicht die Lösung. Nein, halt Zero Day finden. Das sind mehrere Zero Days. Das sind Zero Day, dass das Mikrofon von Rode abschießt. Da hätten wir ein Problem mit dem Treiberhersteller des Rode Mikrofons. Das ist als Front-Task etwas, ja, ist ein gratis Open-Source-Produkt, da seid ihr selber schuld, ihr das halt nicht gratis Software verwenden. Eigentlich auch nicht so toll. Und diverse andere Dinge. Also diverses Unheil. Das ist eine größere Cluster-Cyberbomb, Cluster Zero Day, die da gegen mich aktiviert wurde, weil die wissen halt, Mix brauche ich eigentlich täglich.